mit unserem Schlachtruf ein Dreifaches. Eder Blaumandern! Eder Blaumandern! Eder Blaumandern! Ja, den Schlüssel hat er auch mitgebracht. Halt mal hoch. Ja, ein bisschen mehr Mut. Ja, darf man ruhig mit Stolz zeigen. Ist ja ein schönes Häuschen. Ja, und ich bin ganz gespannt, was du für schöne Worte für uns mitgebracht hast. Und auf die Ausrede bin ich ganz besonders gespannt. Ja, liebe Narinnen und Narresen, Bürgermeister Zimmermann hat in Erwartung des Ansturms, den er ja schon einige Male erlebt hat, die Flucht ergriffen und hat sich in den Kreis seiner Amtskollegen zum Deutschen Wählertag begeben, hat dann natürlich auch die Kasse mitgenommen, weil er ja weiß, was zu erwarten ist. Ja, ich kann es leider nicht ändern. Ne? Ich stehe hier, außer einen Schlüssel habe ich leider nichts vorzuweisen sozusagen. Und er hat mich hier zurückgelassen, um das Rathaus zu verteidigen, aber ich alleine, nee, da gebe ich lieber auf. Um aber die Sache etwas rund zu machen, hat er mir zwei Marketenderinnen zur Seite gestellt, die dann hoffentlich mit Brezeln, Glühwein, Kinderpunsch, sagen wir mal, euch einigermaßen besänftigen können, ne? Und dass ihr mich dann auch entlasst. Ne? Ja, lieber Hartmut, das hast du wunderbar gemacht. Ja, ich denke, du hast recht, einen Bürgermeister mal zum Baden schicken kann man ja mal machen, ne? Auf dem Badetag. Das ist ja auch, heute ist Samstag, ne? Da muss man auch mal baden. Also ist kein Problem. Das verstehen wir natürlich, dass er die Kasse mitgenommen hat. War nicht viel drin, oder? Nee. Nee. Naja, aber wir werden vielleicht nachher noch mal ein bisschen sammeln. Wir bedanken uns natürlich für die schöne Einladung und ihr seid alle herzlich eingeladen. Es gibt hier drin Glühwein, Tee, ja, und Brezeln. Da haben die den ganzen Tag für gebraucht, um das warm zu machen. Lass den Schlüssel geben, sonst kommen wir nicht rein. Ja, ja. Und jetzt kommt die wichtige Übergabe, ist der Schlüssel. Und damit übernehmen wir die Regentschaft für diese Saison. Und ich sage, Session. Schlüssel her und Dankeschön. Hier ist er!